meckernde Kaufinteressenten, die Person ist ja, wie sie ist. Viel schwieriger ist, wie du damit umgehst oder andersrum, was das mit dir macht. In unserer heutigen Podcast-Folge Emolution Podcast wollen wir genau darüber sprechen, wie gehst du als Immobilienmakler mit meckernden Kaufinteressenten um? Denn ich bekomme immer wieder in meinen Seminaren zu hören, ja, wir haben Besichtigungen und wie macht man eigentlich eine ideale Besichtigung? Wie führt man die durch? Und ich denke, jeder von euch da draußen hat das schon mal live erlebt, dass hey, du gibst dir Mühe als Makler, du hast Spaß, du hast alles gut vorbereitet und dann kommt so ein Stinkstiefel in deine Besichtigung rein und der meckert einfach nur rum. Das fängt ja damit an, dass der ja schon so misslaunig in so eine Besichtigung reinkommt, ja, misslaunig. Und im nächsten Schritt an jedem Detail irgendwas auszusetzen hat. Nämlich, ob das der Teppich ist, generell der Bodenbelag oder aber der Zustand der Immobilie, obwohl du hast es beschrieben und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Kleinigkeiten, ja. So, dann natürlich, keine Ahnung, was der Immobilienmakler, der vielleicht kritisiert er dich noch persönlich. Ja, und die Frage ist aber letztendlich, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Weil das Hauptproblem ist gar nicht die Person, sondern wir müssen mal so verstehen, was steht denn eigentlich dahinter? Du hast ja Bock, du willst eine Besichtigung haben, die easy, smooth ist und so weiter. Und der meckernde Interessent, der hat ja eine ganz andere Absicht. Was hat denn der für eine Absicht? Der hat die Absicht, der will eigentlich den Preis runterhandeln. Ja, der will die Immobilie und viele Menschen haben einfach so in der Birne, dass wenn sie etwas günstiger haben wollen oder generell irgendwas haben wollen, dann werten sie andere, also etwas oder andere werten sie ab. Und dieses Thema Abwertung ist ein, also bewerten und abwerten ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ja, das sehen wir im Social Media, wo ich sag mal so, arme, junge Influencer, ich würde nicht mal sagen arm, ja, aber so Influencer, einfach so, weißt du, nette, hübsche Mädchen oder auch junge Frauen oder auch erwachsene Frauen oder egal, auch Typen einfach abgewertet werden, ja, so generell, ja, und zwar immer ohne etwas vollständig überhaupt zu sehen oder alle Informationen zu haben, wird einfach so mal generell über jemanden drüber gehauen. Ja? Das ist wirklich ein gesellschaftliches Grundproblem, was wir an allen Orten und überall beobachten können. Ja? Also nicht nett. Das ist halt natürlich so eine bestimmte Charaktereigenschaft, die da jemand hat, der auf diese Art und Weise mit anderen Menschen umgeht. Mit Wertschätzung hat das natürlich relativ wenig zu tun. Die Grundproblematik, wenn du mal aber die Seite wechselst, ist aber gar nicht diese Person. Weil die Person ist ja, wie sie ist. Und diese Person agiert einfach so. Viel schwieriger ist, wie du damit umgehst oder andersrum, was das mit dir macht. Und glaub mir eins, ich kann da wirklich echt ein Lied von singen, weil mich hat das auch ohne Ende getriggert. Ja, also wenn ich mal so 15 Jahre zurückdenke, ja, da war ich also schon so bei der ein oder anderen Besichtigung auch auf dem Pfad, wo ich gesagt habe, ich glaube, wir beide sind hier in der falschen Immobilie. Ja, oder sie sind in der falschen Immobilie und ich glaube, wir können jetzt mal hier einfach mal dieses Gespräch beenden. Ja, oder wir können die Besichtigung beenden. Das macht halt gar keinen Sinn. So, das heißt, man geht, wenn man getriggert wird, unheimlich schnell auf Konfrontation. Der Einzige, und das ist das Verrückte dabei, der Einzige, der aber danach wahrscheinlich richtig schlechte Laune hat, bist du. Weil die andere Person, und das ist das Verrückte dabei, die andere Person, die checkt es gar nicht. Die checkt es gar nicht. Die sagt einfach, ja, der Makler war doch mal wieder ein super Arschloch, ja? Oder die Person war ja blöd. Also du musst und du kannst wirklich davon ausgehen, dass diese Person, die so agiert, die gar keine Unterschiede kennt, ja, die, ich sag mal, gut von schlecht gar nicht unterscheiden kann, ja, sondern für die eigentlich alles schlecht ist, das sind halt
sorry, das sind einfach böse Menschen. Ja, das sind einfach Menschen, die sind einfach nicht cool. Die sind einfach nicht nett. Die haben keine Wertschätzung und die können einfach nicht ordentlich mit anderen Menschen reden. Problem ist, wie gesagt, Problem ist, dass er dich triggert, dass die Person uns triggert und wir dadurch sozusagen wie eine Art Button gedrückt wird. Und dann bist du nicht mehr entspannt. Und genau das ist etwas, was du trainieren kannst und auch trainieren musst. Oder was ich zum Beispiel auch trainiert habe, ja, dass jemand mich nicht mehr mit jedem Bullshit ärgern kann. Das Witzige dabei ist, in dem Moment, wo die Person dich nicht oder mich nicht mehr triggern kann, wird das ganze Thema nicht mehr aufgepumpt. Also du musst dir vorstellen, wenn jemand so schlecht launig ist und du reagierst darauf, dann ist das ungefähr so, wie wenn du so ein Swimmingpool aufbläst, ja, oder eine Luftmatratze aufpumpst. Ja, das wird eigentlich, das gewinnt an Fahrt und an Kraft und an Dynamik, also an Größe, durch das Aufpumpen. Und das Aufpumpen durch Ladung, also Energie, die man da reinhaut, ja, und in dem Fall negative Energie. Okay, so, was muss jetzt tun? Im Endeffekt, damit, also zu lernen, damit umzugehen, dass eben andere sind, wie sie sind und dass die ein bisschen rumtösen. Und das Allercoolste ist, dass du, das Allereinfachste ist, dass du lernst, diese Menschen einfach zu bestätigen. Mit, okay, ja, kann ich aus ihrer Sicht verstehen. Lassen Sie uns einfach mal ganz gechillt weitermachen. Ja, lass uns einfach mal weitermachen. Gehen wir in den nächsten Raum rein. Also Moderation zu übernehmen und den einfach so zu lassen, bestätigen. Okay, bumm, weiter. Okay, weiter. Natürlich sollte diese Bestätigung, wie okay oder kann ich verstehen aus Ihrer Sicht, sollte nicht, soll man sagen, so arrogant von oben herabkommen oder so süffisant, so nach dem Motto, ja, okay, ne, so, ja, okay, du Arsch, ich weiß schon, was du sagst, weiß schon, dass du mir hier auf den Keks gehen willst, weil dann fühlt er sich natürlich auch wieder provoziert. Es meint in der Tat, dass du entspannt bleibst. Das ist die Kunst hier bei dem Thema, ja, dass du entspannt bleibst und dich nicht herausfordern lässt. Ich kann dir nur sagen, probier's mal aus. Es ist eine echt exzellente Waffe. Also Waffe im Sinne von schön, ja, ist wie so ein Karatekämpfer, ja, der, oder wie so ein Wing Chun Kämpfer, der im Prinzip die Energie des anderen nutzt, um sozusagen aus dieser Situation rauszukommen, aber ohne eigene Energie aufwenden zu müssen. Das ist das Geniale dabei. Und nachdem ich das gemacht habe, auch in Beratungsgesprächen, in Verkaufsgesprächen, auch in privaten, familiären Situationen, also was dich nicht triggert, kann dich nicht aufregen. Was dich nicht aufregt, kann dich auch nicht herausfordern und kann dich auch nicht dazu führen, Fehler zu machen. Und selbst wenn, ist mir zum Beispiel letzte Woche auch mal in einem Webinar passiert, da kam ein Kommentar, den ich ein bisschen doof fand, so, bin dann da auch nicht so ganz cool drauf gewesen an dem Moment, ja. Und dann kann ich aber auch sagen, ey du, da habe ich jetzt gerade überreagiert, das war gar nicht bös gemeint, kann auch nicht jeder, ne? So, das heißt, dann kann man nochmal sich so aus so einem Ding rausholen und Stärke zeigen. Weil das ist es, worum es geht, dass du in der Besichtigung, im Kundengespräch, dass du Stärke zeigst und entspannt bleibst. So, und das, wie gesagt, kannst du nur dadurch trainieren, indem du das immer wieder und immer wieder übst und dir immer wieder vor Augen führst und bewusst machst, dass es hier nicht darum geht, dem anderen noch zusätzlich Power zu geben, indem du dich mit aufregst oder darauf abgehst, weil das ist ja eigentlich das, was der will, ja? Oder dass du dich schlecht fühlst, um somit zu sagen, ja, boah, die Immobilie, die ist ganz schlecht ja? Und dann hat er sein Ziel erreicht, ja? Das ist genau das, was wir nicht wollen. Das ist übrigens genauso bei Einwandbehandlung dasselbe. Das ist auch im Reservierungsgespräch genau das Gleiche. Sondern einfach stabil stehen zu bleiben, easy und locker zu bleiben, zu bestätigen und dann zu sagen, alles klar. Ja, wie zum Beispiel der Kunde sagt, ja, ich unterschreibe aber heute nichts, Alleinauftrag, ich unterschreibe aber heute nicht. Ja, kann ich total nachvollziehen. Lassen Sie uns mal den Vertrag ganz entspannt durchgehen, dann haben Sie zumindest schon mal alle Informationen. Ja, und dann machst du einfach weiter, ganz easy. Ja, und dann töst er vielleicht zwischendurch nochmal, sagt, ist total in Ordnung, kein Druck, wir gehen es durch,
dann sind alle Fragen für sie beantwortet, ja, und wenn alles geklärt ist, dann schauen wir weiter. Bumm, und dann machst du weiter. Ja, so, und das ist der Punkt. Ich sage dir, 8 von 10, die so handeln oder sagen, sie wollen überlegen, 8 von 10 close du trotzdem. 8 von 10 unterschreiben. Du schiebst dann nachher einfach nur das Ding hin, ja, jetzt hier in dem Fall das iPad, und sagst, einmal bitte feste drücken, sind 3 Durchschläge. Ja, einfach bitte unterschreiben. Ja, ich wollte ja nicht. Ich sag, das verstehe ich, unterschreiben sie einfach. Verstehst du? Ja, also einfach, ist alles geklärt jetzt? Alle Fragen beantwortet? Ja, nee, nein, vielleicht. So, okay, was haben sie denn noch? Ja, dies, das. Okay, kein Problem. So und so. Und dann einfach jetzt bitte einmal unterschreiben. Bitte einmal bestätigen. Ist übrigens auch ziemlich cool, ja? Bitte einmal bestätigen, dass wir starten können. So, und das sind einfach die Sachen. Du hast den Fokus. Du hast dein Ziel im Auge. Dein Ziel und deine Absicht ist, eine Immobilie zu verkaufen oder einen Einkaufs-Alleinauftrag zu machen mit einer verkaufbaren Immobilie. Aber dein Ziel und deine Absicht ist es nicht, dich mit dem Kunden zu zanken oder mit einem Kundenbeef zu haben. Das ist ja überhaupt nicht die Absicht, ja. Und das ist unendlich wichtig, dass du das verstehst, ja. Egal ob im Einkauf, egal ob in der Akquise, zum Beispiel, wenn jemand anruft, ja, und er sagt, ich möchte gerne meine Immobilie bewerten. Ja, das ist so wunderbar, da freue ich mich total. Also, wann wollen Sie denn verkaufen? Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, ob und überhaupt, ich will jetzt erstmal eine Bewertung haben. Ja, das ist ja total nachvollziehbar aus Ihrer Sicht. Wann wollen Sie denn verkaufen? Ja, also einfach halte mal Stellung, halte mal dein Ding im Auge, wo du eigentlich hin willst, und lass dich nicht herausfordern von den Leuten. Und das gilt für alles, ob in einer Besichtigung, bei einem meckernden Kunden, bei Einwänden. Das, was ich immer wieder feststelle, ist, am Ende ist es die eigene Nervosität des Maklers oder der Maklerin, die dazu führt, dass man eigentlich aus der Fassung kommt und nicht cool bleibt. Und das übrigens, aus der Fassung zu kommen und nicht seine Position zu halten, hat sehr häufig eben mit Unsicherheit auf deiner, also auf unserer, auf der Maklerseite zu tun. Das hat wieder sehr viel mit Kompetenz zu tun. Und Kompetenz ist nicht nur fachliche Kompetenz. Nein, Kompetenz in Gesprächsführung, Kompetenz in Einwände zu behandeln, in der Art und Weise, ja, wie man, weißt du, ich habe so einen Rucksack auf dem Rücken, ja, wo ganz, 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 ganz viele Beispiele aus der Praxis drin sind, wo ich einfach nur aufgrund von über 35 Jahren Erfahrung reinpacken muss und schnell mir was Neues zusammenknoble, ja, aus verschiedenen Erlebnissen, und zack, dann habe ich ein neues Beispiel und erkläre es dem Kunden. Weil eine Sache ist auch bei meckernden Kunden sehr häufig der Fall, dass ihnen einfach die Realität fehlt. Ich gebe noch ein Beispiel. Nehmen wir mal das Thema, du sagst zum Beispiel, hey, wir haben eine Besichtigung gemacht, machen Sie mir einfach ein Angebot. Ja, ist das jetzt hier ein Bieterverfahren oder ist das jetzt hier ein Gebotsverfahren? Keine Ahnung was. Ich sage, wie kommen Sie darauf? Ja. Hier Zettel und so weiter. Ich sage, schauen Sie, die fairste Art und Weise, ja, eine Immobilie zu kaufen, ist doch, dass Sie mir sagen können, was Sie bereit sind zu bezahlen. Hier ist der Angebotszettel, machen Sie mir ein Angebot, ja, und ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, wie mit anderen Kaufinteressenten auch. Ja, das ist doch die fairste Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten können. Wie soll es denn sonst gehen? Ja, so, verstehen Sie? Das heißt, ich muss den Leuten einfach ein bisschen mehr Hintergrund geben, ein bisschen mehr Erklärung für etwas geben, damit sie es verstehen können. Aber ich darf mich einfach nicht immer sofort triggern lassen und glauben, dass der andere mich herausfordern kann. Weil das kann er nämlich nicht. Weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wer ich bin. Und vor allen Dingen beherrsche ich mein Business als Immobilienmakler, ich beherrsche mein Business als Coach, ich beherrsche mein Business als Gesprächsführer, ja, und ich weiß genau, was ich da tue. Und wenn ich das genau weiß, dann kann der andere mich nicht herausfordern. Das ist das Wichtige. Weil wenn jemand sagt, die Immobilie ist kacke, ja, und die ist auch kacke, dann sage ich, da haben Sie recht. Bestätige doch mal, fühl dich doch gar nicht herausgefordert. Sag einfach, Sie haben recht. Ja, die Immobilie ist, wenn ich mich nicht irre, genau so, wie wir es im Exposé beschrieben haben. Ja, das ist aber ja noch schlimmer, als ich gedacht hatte. Oh, interessant.
Ja, was meinst du, was passiert? Wie cool dieses Gespräch verläuft, wenn du eben einfach entspannt bleibst. Und genau das soll die Botschaft von dieser Podcast-Folge sein. Bleib einfach entspannt, lass dich nicht triggern, auch nicht von meckernden Kunden, auch nicht von meckernden Geschäftspartnern. Ja, sei einfach klar in dem, was du willst, was dein Ziel ist, und dann wird es relativ cool funktionieren. Und vor allen Dingen trainiere immer weiter, dass du immer entspannter wirst. Also go Kompetenz, das ist ganz wichtig. Und dann hast du auch eine Menge Spaß in der Zusammenarbeit mit anderen Kunden. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Abonniere unseren Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Und folge uns auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook und LinkedIn. Und ich freue mich, bald dich mal persönlich kennenzulernen. Denn du kannst hier unten in der Infobox auch gerne dein kostenfreies Erstgespräch buchen. Und wir schauen einfach mal, wie wir deine Kompetenz erweitern, wie wir dich als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler noch besser machen können und du vor allen Dingen noch erfolgreicher wirst oder eben die Engpässe, die du aktuell in deinem Business hast, löst, und wir helfen dir dabei. Wäre doch ein Deal, oder? Also in diesem Sinne, alles Gute, bis dahin. Ciao.